Sonntagnachmittag, 29. August 2021. Unser Grasshopper Club Zürich trifft heute im Stadion Letzigrund auf Servette Genf. Jetzt hoch in 16er, kommt Flanke hoch rein, geht es, steigt dort aber hoch. Kann Achtung! Nicht klären und Abschluss für Servette, der erste. In der Mitte braucht der Freistoß, wird jetzt ausgeführt, wird tatsächlich gefährlich und es kommt zum, oh, zum Kopfball von den Genfer, wo aber dann über dem Kasten von Moreira landet, aber auch da wieder ein wieder. Und dem Zelf setzt sich schön durch, spielt dann aber ein ungenauer Pass dort in der Mitte und darum ist es Servette, der zum Angriff setzen. Jetzt viel Platz für GC, für Servette. Ah, und dann ist genau das, was muss passieren. Servette erzielt da das 1:0. Ja, da ist GC nicht wach, sie steht nicht wirklich auf dem Angreifer drauf losgegangen. Viel Platz dort in dieser Situation. Und er kann etwa aus 16, 17 Metern dort abziehen, die rechte Ecke runter. Und der Moreira in dieser Situation chancenlos. Ellen Arrigoni. Und dann ist es wieder Cibigliani, der Bölle bekommt. Achtung, tänzt da sich gegen Walz durch. Und dann geht es zum Mitte Kawabe. Schön, jetzt könnte es ganz gefährlich wegen Demarschei im Weg. Aber noch Demarschei zieht ab, aber einen Meter drüber ist da noch im, mit dem Campana im Weg gewesen. Aber da geht es brutal schnell. Und dann setzt der Demarschei das Spielgerät etwa einen Meter über den Kasten von Jeremy Frick. Mit Glück am Böllen. Kawabe wieder. Der Mann mit Zug über die rechte Seite auf der Bola. Achtung, Bola in Richtung 16er. Spielt den Böllen in Mitte Campana. Demarschei schön sich im Weg. Campana über auf den Hotscha. Zieht ab, schießt. Und dann setzt der Böllen allerdings fast aufs Goal und dann ist aber der Frick zur Stelle und es gibt irgendwie noch ein Foul. Aber da wieder eine Top-Chance für GC in der 36. Minute. Florian Hotscha. Es gibt eine geile Karte. Und es gibt Penalty. Es gibt Penalty. Da bin ich jetzt, also wir nehmen das natürlich an. Penalty für GC. Der Schiri hat da angezeigt, dass er etwas im Ohr gehört hat. Das war glaube ich ein Hinweis gewesen vom Videoschiedsrichter. Ja, also Volkertschwein der Video. Hat er die Nerven. Geht GC, kann GC ausgleichen. Läuft an und trifft tatsächlich 1:1 für GC, kann man nicht sagen, 1:1 GC. Der Penalty souverän verwandelt, der Frick hat zwar deckelkant, aber dann ist also der Ausgleich, der da fällt. Und man wird belohnt für ein gutes Spiel. GC 1, Servette 1. Souverän verwandelt von unserer Nummer 19, Leonardo Campana, hier in der rechten Ecke. Am Böllen kommt der Böllen noch einmal über vom Campana und dann geht es zu Cibigliani. Links hat der Hotscha wieder Platz und dann ein Abschluss von Cibigliani aus der zweiten Reihe. Und da hat sich der Frick ganz lange machen müssen. Eine Riesenaktion da von unserer Nummer 29. Also eine weitere gute Szene von GC umfolgt. Der Youngster für den Hotscha. Immer noch der Hotscha am Ball. Spielt steil auf den Da Silva. Da Silva zieht in Richtung Box. Setzt sich schön durch, schließt ab. Aber dann kann der Frick klären. Nachdem es ja, war, aber jetzt muss man das Geschenk also wirklich annehmen. Jetzt haben wir da wirklich Glück, dass nicht 2-1 steht. Und jetzt geht es mit dem Gegenangriff über die linke Seite. Völlig frei, zieht er mit, der Abschluss von GC. Nein, und Da Silva verzieht da leider. Und so bleibt es weiterhin 1:2. Also Diallo auf der rechten Seite. Setzt sich dort durch. Rüttenböller in der Mitte, aber dort ist kein Servette, der dort aufgeguckt ist. Und darum ist das Spiel beendet. Grasshopper Club Zürich gegen Servette 1:1. Ja, schlussendlich ein wahrscheinlich gerechtes Resultat. GC in der ersten Hälfte sicher die beste Mannschaft gewesen.